Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. GTA 5 rockt, da gebe ich euch auf jeden Fall recht. Schaut euch mal den geilen Blick an auf den Mount Chiliad. Dort werden wir nämlich gleich mal runterspringen. Die Wettereffekte in GTA 5 sind einfach bombastisch. Sarial61 hat mir mal geschrieben, auf der PS3. Hey, wie ist GTA 5 so? Er will sich's aufholen. GTA 5 ist das geilste Spiel, was es überhaupt gibt. Es gibt nichts Geileres als GTA 5. Es ist einfach nur bombastisch geil. Yo. What the fuck, was ist denn das hier? So, also wie schon gesagt, wir gehen heute auf den Mount Chiliad. So, und dort gibt es natürlich auch Tiere, die wir jagen können. Ich habe jetzt hier mal eine kleine Waffe am Start, eine Shotgun. Und ihr könnt natürlich auch andere Waffen wählen. Es gibt auch Messer. Habe jetzt zurzeit einen Fallschirm am Start. Den könnte ich jetzt auch gleich einsetzen, werde ich auch gleich machen. Aber erst, wenn wir auf dem Mount Chiliad sind. Nämlich dort oben werde ich dann den Fallschirm öffnen. Ich werde einen kleinen Bestjump machen für euch. Und vielleicht werden wir sogar ein paar Tiere sehen. Aber solange wir das noch nicht, solange wir noch nicht oben sind, können wir das natürlich auch noch nicht machen. Wir müssen jetzt mal zu dem, wie heißt das denn? Zu der Seilbahn, genau. Weil die Seilbahn transportiert uns am schnellsten nach oben auf den höchsten Berg in ganz Los Santos, in ganz San Andreas, der Mount Chiliad. Ich glaube, $15 kostet dieser ganze Eintritt. Und da haben wir links einen blauen Punkt. Was ist denn das? Überall in der Stadt, die werden einfach da markiert. Verschiedene Ergebnisse. Ah, okay. So, da ist jetzt der Mount Chiliad. Und dort befinden sich auch Tiere. Und diese Tiere können wir natürlich auch jagen. Können wir euch mal zeigen. Oh nein, die Tiere laufen mitten in den Zug rein. Es gibt natürlich auch Scharfschützengewehre. Ist natürlich auf jeden Fall die bessere Wahl, so ein Scharfschützengewehr. Weil mit sowas, mit so einer Shotgun, triffst du eigentlich nichts. Ich finde das eine ganz geile Sache mit diesem Wildsystem, weil es endlich mal Tiere gibt in dem Spiel. Boom. 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 Jetzt hoffen wir, dass wir etwas erlegt haben. Oh, ist da irgendwas erlegt? Also ich sehe hier nichts. Ist natürlich sehr schade jetzt. Nee. Hier? Hallo? Hirschchen? Kein Hirsch da. Okay. Wie schon gesagt, wir müssen jetzt mit der Seilbahn fahren. So. Muss ich mich nochmal ein bisschen... Oder vergiss das. Oh, boom. Seht ihr das? Sowas gibt es in Liberty, in Los Santos tatsächlich zu jagen. Leckere Puma. Babys oder was es ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig geil. Hab jetzt einfach mal so einen Puma erlegt. Mit der Sniper ist natürlich ein bisschen realistischer. Aber die habe ich jetzt zurzeit nicht am Start. Das heißt, man kann auch von diesen Tieren gejagt werden. Bam, chicka, wow, wow. Guckt euch das mal an. Ist das nicht ein schönes Tier? Herrlich. Schade, dass man dieses Fleisch nicht verwenden kann. Und dieses Fleisch dann auch verkaufen kann. Schade, aber so ist es. So. Da vorne ist die Seilbahn. Da wollen wir jetzt mal hin. Da laufen wir jetzt auch mal hin. Und da kann man relativ schnell hoch. Man kann natürlich auch die ganze Fahrt genießen. Aber das ist natürlich jetzt nicht unbedingt meins. Die ganze Zeit hier in dieser Gondel zu hocken. Bam! Yo! Die Pumas sind tot. So, okay. Da gehen wir hoch. Hoffentlich haben wir die Seilbahn noch nicht verpasst. Eine Seilbahn wird gleich ankommen. Ach, da ist sie ja schon. So, jetzt passt mal auf. Wenn ihr GTA 5 ganz neu habt, dann müsst ihr Folgendes beachten. Ihr wartet, bis die Seilbahn kommt. Dann wartet ihr, bis sich diese Tür geöffnet hat. Und dann drückt ihr gleich rechts, also auf diesem Pad rechts, weil dann geht die Seilbahn auch los. So, muss ich da drücken hier. So. Ups, wo muss ich nochmal drücken? Hab's vergessen.
nee, warte mal. Hier rein. Jetzt geht's los. Jetzt überspringen wir das Ganze, weil wir ja natürlich etwas machen wollen. Und zwar wollen wir mal gucken, ob wir einen Basejump machen können. Machen wir den Basejump am besten. Ja, das war mein erstes Video von GTA 5. Kleine Flugschule. So. Schnipsel gesammelt. Ah. Leute, dann legen wir los. Oh, hier ist das hoch. I can flee, I can fly. I can flee, I can touch the sky. So. Jetzt landen wir da unten irgendwo. Ich frage mich, was passiert, wenn ich jetzt diesen Fallschirm loslöse. Ob ich das überlebe. Okay. Vorsichtig nach unten. Ach, komm, wir versuchen mal auf dieser Gondel zu landen. Oh, das könnte schwer werden. Versuchen wir es einfach mal. Ja, nochmal einen Anlauf nehmen. So, jetzt landen wir auf der Gondel. Wir hoffen, dass wir das überleben. Oh, komm schon, komm schon. What the fuck? Base Jump. Fallschirm öffne dich. Ah, hat nicht mehr gereicht, Leute. Das war Let's Play GTA 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dugans kommt auf der PlayStation 3. Ciao.